Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Wie ist die Lage Video. Ich muss dazu sagen, die Aufnahme 2, weil ich die erste aus Versehen gelöscht habe. Na gut, liebes Camtasia, ich hasse dich. Nein, das Problem war, ich habe eben aus Versehen den Recorder weggeklickt und dann ist mein kompletter Datei ab weggegangen. Und wenn man bei Camtasia was nicht, also wenn man was bei Camtasia löscht oder es wegklickt, dann ist das für immer weg. Bin ich beschissen, bin ich ehrlich. Aber gut, das ist nicht das Thema vom Wie ist die Lage Video. Nein, wir beginnen beim allerersten Thema, bevor wir das allererste Thema besprechen. Nämlich, wie ihr hört, hier, die Papa Viot Music ist zurück. Ja! City Roten habe ich gerade mal angespielt, weil ich die Musik recht gut finde. Ich weiß nicht, ob ich sie bisher schon im Wie ist die Lage Video habe. Übrigens, welches Wie ist die Lage Video ist, also das müsste 10 sein. Ist es die 10? Ist es die 10? Ja, es ist die 10, wie ich gesagt habe. Ja, dann zum nächsten Thema. Die nicht direkt Playlist, sondern die Liste, die Let's Playliste quasi. Die Liste wurde wieder abgedatet von mir, habe ich vor der ersten Aufnahme gemacht. Ich habe eigentlich nur eins gemacht, ich habe Diablo aus geplant Projekte rausgenommen. Jetzt steht hier noch Battlefield 3. Weil ganz einfach ich keine Lust mehr hatte, Diablo irgendwann mal wieder zu machen. Vor allen Dingen, weil wir es schon einmal also versucht hatten, ich und Desus Bartz, dann hat es ja auf einmal nicht mehr geklappt und dann haben noch ich und René haben es noch gespielt gehabt und dann wollten wir auch nicht mehr. Dann hat er irgendwie seinen Charakter weggelöscht. Ich denke mal, es war ungeplante Absicht. Jedenfalls, ja, habe ich das jetzt rausgenommen. So, dann kommen wir aber eigentlich schon zum nächsten. Ich werde nicht nur, apropos, da muss ich noch was reinschreiben hier. Also, hier. Ein anderes Spiel. Jedenfalls, ich werde noch ein Überraschungs-Let's Play starten. Wahrscheinlich die nächsten Wochen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann es bei mir ankommt, beziehungsweise wann ich es bestellen werde. Wahrscheinlich werde ich es erst morgen bestellen. Dann wird es vielleicht so ungefähr in einer Woche da sein. Ich bin mir noch nicht sicher. Und je nachdem, wie es da ist und wie es verfügbar ist, werde ich dieses Spiel machen. Sei es gesagt, es ist kein altes Spiel, wie ich sonst, wo ich für mittlerweile berühmt sein sollte. Also, es ist nicht mehr sowas wie Portal oder so, sondern ja, schon etwas neuer. Neuer als, na gut, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst wissen es alle, was ist. Gut. Neuer als seine Vorgänger, genau. Okay, jedenfalls, ich werde es anspielen. Anspielen. Mann, Hancock, denk nach. Jedenfalls, ich werde das Spiel Let's Playen. Ich werde euch noch nicht sagen, wann ich es Let's Playen werde, beziehungsweise also was es ist. Das wird so mein kleines Geheimnis bleiben, denke ich mal. Aber genau das ist halt das, was es jetzt im Moment ausmacht. Und ja. Das wäre jetzt das Thema und beim nächsten ist es halt so, ihr wisst ja, Mr. Florian ist immer noch in Griechenland. Das wird er ja jetzt noch für 3 Monate, glaube ich, bleiben. Ja, apropos heute in 3 Monaten müsste Qualifying in Melbourne sein bei der Formel 1. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Bitte bedenkt dieses. Ich sag nur, es könnte sein, weil da hatten ich und Mr. Florian vor seiner Abreise noch 2 Tage vor seiner Abreise noch geht, aber egal. So, jedenfalls, Mr. Florian ist ja immer noch in Griechenland. Das bedeutet, von ihm werden erstmal die ganzen Spiele sind immer im Moment noch pausiert. Bleibt zwar aktuell da drin stehen, aber das ungefähr ist sowieso pausiert. Jedenfalls, die 3 Projekte, die er im Moment macht, also Formel 1, The Show und Need for Speed, werden im Moment auf Trockeneis gelegt. Und ja, also deswegen, aber sobald er wiederkommt, wird, denke ich mal, das Let's Show auch noch nicht weitergehen, weil er muss ja dann noch erstmal bauen und alles. Da bitte ich euch zu verzeihen. Ja, also hier das Let's Show, ne, ihr wisst. Und jedenfalls hoffe ich, dass er dann, wenn er wiederkommt, auch wieder aufnehmen wird. Ich glaube, er hat sogar noch Aufnahmen, ich bin mir nicht sicher. Er hat sie mir auf jeden Fall vergessen zu geben, ist ja auch egal. So. Das nächste ist, das ist eigentlich übergreifendes Thema. Da Mr. Florian im Moment nicht da ist, versuche ich so ein bisschen
pro Tag. Ich schaffe es nicht immer. Hier hatte ich ein bisschen so in dem Sprung, aber ansonsten wird jetzt mal was kommen. Werde ich halt versuchen, meinen Video-Output auf mindestens ein Video pro Tag zu stellen, weil ihr kennt mich ja, manchmal kommt ja keins am Tag, weil Mr. Florian was hochlädt oder halt andersrum, manchmal kommen auch wochenlang von einem nichts, aber das Projekt Portal werde ich jetzt wahrscheinlich im März, aber nur eventuell im März, wenn ich das Projekt Portal beendet habe. Ich weiß nicht, wie lange es geht, ich habe schon einmal gesagt, dass es zu Ende sein sollte, aber ich habe, glaube ich, das kann ich ja mal kurz zeigen, wie viel Aufnahmematerial ich noch habe. Wir sind noch lange, denke ich mal, nicht fertig. Ja, Portal 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus die weiteren anderen sind 9. Das bedeutet, 21 Folgen habe ich dann am Ende. Also 21 Folgen sind dann schon hochgeladen. Wenn ich die alle hochgeladen habe, weil ich denke, ich werde die jetzt alle in geplant fertig machen, damit ich nicht mehr so viel zu tun habe, weil 2 habe ich schon gerendert. Jedenfalls kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Like a Recon, sag ich nur. Ich habe ja 2 Videos gemacht gehabt. 2 folgenden Tag. Die Like a Recon Videos habe ich jetzt mal so spontan gemacht gehabt. Ich sehe, sie sind recht gut angekommen. Ich hätte aber gerne auch auf das Wie ist die Live Video ein bisschen Kritik über die beiden Videos, was ihr hättet besser gemacht, ob ihr findet, ob ihr jetzt sagt, na, Mr. Hancock oder Hancock, lass, wir finden, du bist Let's Player, lass das bitte. Oder ob ihr sagt, ey, das war noch nicht mal so schlecht, kannst, was weiß ich, einmal pro Woche vielleicht zum Video bringen, wenn du Lust drauf hast. Das würde dann aber nicht regelmäßig kommen, weil ich nicht regelmäßig Black Ops 2 spiele. Ich hatte letzte Woche einfach mal so Black Ops 2 Laune und dann habe ich halt die 2 Videos gemacht, wo der letzte Kill von Like a Recon 2 recht gut war. Und ja, also ich sag, darauf mal ein bisschen Kritik noch ein bisschen hier runterschreiben und ja. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist mein Intro, da werde ich nochmal ruhig, ich war da drauf, also ich werde es nochmal extern hochladen, das wollte ich eigentlich sagen. Und ihr sollt dann unter mein Intro schreiben, ob ihr sagt, dass ich es nehmen soll, ob es zu kurz oder zu lang ist, also zu kurz denke ich schon mal nicht. Wie ihr es generell findet, ob ich es benutzen soll oder nicht, ob ich es vielleicht nur auf Wie ist die Lage Videos nehmen soll oder auch für Let's Plays, also wie Portal oder so. Ja, schreibt es dann einfach mal in die Kommentare, wäre sehr nett von euch. Ja, hallo. Ich merke das gerade, nee, passt schon. Ich dachte eben, hier, das wäre gefreezed, ne? Ja, die Musik geht gleich weiter, das ist immer so bei dem Lied, dass das so eine scheiß lange Ausgangszeit hat. Genau. So, jedenfalls, das wollte ich halt fragen, ob, also wie ihr dann das findet, das schreibt ihr bitte unter das Video. Es wird eventuell so zeitgleich hochgeladen oder, nee, gar nicht, ich werde es 2 Stunden danach hochladen, also so um 1, 2 herum, denke ich mal. Ich muss dann noch das Video hier rendern und hochladen und alles. Und ja, das nächste Thema wäre eigentlich, auch wenn ich keine Themas mehr groß grundsätzlich hatte, angesagte Kanäle. Ich habe hier mal die Liste mal komplett neu aufgebaut. Ein paar habe ich noch drin gelassen, aber ich habe mal alle rausgeworfen, Radikalschlag, alles neu sortiert. Weil ich einfach dachte, wenn, dann nehmen wir großartig, mache ich nur großartig welche von unseren Jungs da rein. Und ja, also wir haben hier einmal Gaming House als oberstes, dann Gaming House Gas und Gaming House Lefty, also Lefty und Gas, dann Infi und ja, dann kommt Seppi, also Death Whispered, dann Dark Rider, sprich René, mein kleiner Schützling, dann kommen 2 Let's Player, die ich generell recht gut finde, sie sind noch nicht allzu bekannt von der Abonnentenzahl, also ich sag mal so, schon wesentlich bekannter als ich. Sonst sage ich immer berühmt, aber bekannt hört sich besser an. Also sie sind schon wisst ihr, wie ich meine? Also sie sind so die Obergrenze von dem unteren Kasten der YouTube-Szene quasi. Dann das hier, wollte ich euch zeigen, das hier, der Soundfreak oder der Freak und seine Sounds, ist mein Soundkanal, den ich mir mal, keine Ahnung, im Juli hatte ich es mir letztes Jahr gemacht, hab 9 Soundtracks hochgeladen. Ich werde eventuell weitermachen. Wenn ihr Soundtracks anhören wollt, könnt ihr hier drauf gehen. Könnt mir Vorschläge unter den neuen machen, was ich als nächstes machen kann. Guckt einfach mal vorbei.
Wenn es euch gefällt, gebt ein Like und ein Abo, wenn ihr wollt. Klingt immer so geil, so Abo geil, aber gut. So geil, Abo geil. Ja, und danach kommen halt die Entertain Brothers, mit denen ich in letzter Zeit viel Kontakt habe. Und ja, als nächstes sehe ich noch selber ein großes Spektakel. Gut, kein großes Spektakel, aber große Freude ist es, dass ich mit dem René wieder was machen werde, mit meinem Schützling. Weil wir wollen Let's Play Call of Duty weitermachen. Alter, hab ich das lauter gestellt oder kommt mir das jetzt einfach nur so vor? So, gut, wir wollen Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer weitermachen. Ganz einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade irgendwas umgefallen, habe ich gerade gehört. Ganz einfach halt aus dem Grund, dass einfach weil wegen Baum, nein, weil wir mal wieder Lust drauf haben, eventuell dieses oder nächstes Wochenende werden wir Folgen kommen, weil wir haben meistens so am Wochenende die Chance zusammen aufzunehmen, weil unter der Woche wird meistens ein wenig ja, okay, war jetzt eigentlich nicht geplant, aber gut, ja, das mal dazu. Als nächstes, wir sind jetzt bald ein Jahr auf YouTube. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, weil dieses Datum hier, das sollt ihr vergessen, bitte. Das ist ja nicht, das war ja nur, weil es früher ein Fan-Account war. Und ja. Whoop. Oh. Jetzt habe ich das gegoogelt. Okay. Ganz einfach, weil, ja, weil wir Bock drauf haben. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. Ja doch, also LP Portal wird ja wieder hochgeladen, aber heute nichts mehr. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr großartig zu bereden, deshalb war kurz so ein bisschen still, weil ich gerade überlegt habe. Ist mir die Musik irgendwie so leise. So. Und jedenfalls, schreibt mir auch mal bitte in die Kommentare nochmal, wie ihr mein Hintergrunddesign noch findet. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber trotzdem, ich hätte das nochmal gerne gewusst, weil so viel Feedback darauf kam jetzt eigentlich nicht. Ich hatte jetzt vom Gas, hatte ich zum Beispiel was. Aber ansonsten, bitte nochmal ein kleines Feedback. Und jetzt, jetzt fällt mir was ein, genau, wie jedes Mal hier die Facebook-Fanpage, wenn ihr draufklickt, kommt ihr auf eine Weiterleitungsseite von YouTube, klickt auf den Link auf der Weiterleitungsseite, dort kommt ihr auf unsere Facebook-Fanpage, wenn ihr uns folgen wollt, dann klickt auf den Like-Button, wir verlinken da immer unsere Videos drauf, manchmal vergessen wir es, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, ja, ein wenig schneller haben es jetzt mal gemacht, ja, das war's jetzt eigentlich großartig. Ich hoffe, euch gefällt das, was so lange wie der Mr. Florian nicht das, was ich so abliefere. Ja. Das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Mein Name ist Hancock.